Birgit Overzieher und Ingo Kindervater. Die Birgit, die hat ihn eben ganz zärtlich gestreichelt und hat gesagt, hast du toll gemacht. Im 7. Anlauf, Birgit, jetzt können wir die Katze aus dem Sack lassen, endlich Meisterin im Mixed, oder? Ja, endlich habe ich diesen Scheiß-Titel. Wirklich, nach 6 verfluchten Zeiten, ich hatte keinen Bock mehr. Und habe gesagt, also diesmal hole ich ihn und Ingo hat es mir auch versprochen, hat er echt super gemacht. Ja, kriegen wir einen Applaus, oder? Ja. Ingo, so viel Vorschusslorbeeren. Bei dir ist es der 4. Ich sag mal, im ersten Satz war es schon ganz schön knapp, aber im zweiten lief es dann gut, oder? Ja, das ist richtig. Wir sind eigentlich ganz gut ins Spiel gekommen, aber die zwei haben sich gut zurückgekämpft, haben sehr gute Qualität gespielt am Ende vom zweiten Satz und das hat es uns relativ schwer gemacht. Dann haben wir uns im Anfang vom zweiten nochmal gut konzentriert und da haben wir sie, glaube ich, geknackt. Wirklich, jetzt. Ja, gib ruhig einen Applaus für ihn, das wäre wohl richtig. Birgit, war das ein Vorteil, dass du mit ihm schon mal so in Bonn gespielt hast, dass ihr ja auch in der Bundesliga zusammenspielt? Also, oder sagst du, nö, das ist eigentlich ganz egal, ich war einfach nur fett wie Frittenfett? Jetzt überlege ich wirklich, was ich sagen kann. Ich glaube, Bundesliga kann man jetzt nicht so sagen, dass wir da wirklich gut zusammengefunden haben. Oder wir kennen uns halt relativ gut, haben auch jetzt internationale Turniere schon zusammengespielt. Ich denke, das passt halt einfach auf dem Feld auch super, wir verstehen uns gut. Und das war letztendlich der Erfolg vom Titel. Ingo, letzte Frage, dann machen wir Siegerehrung. Du hast gesagt, sie stand eigentlich schon immer ganz oben. Hast du nicht so ein Standing bei den Bundestrainern, dass du schon mal früher bekommen hast? Als ich ins Mixed aufgenommen wurde, sage ich mal, da war ich halt froh, dass ich überhaupt eine gute Partnerin gekriegt habe. Und wir hatten mehrere zur Auswahl, konnten halt damals einen Zettel ausfüllen mit 3 Namen. Und eine von den 3 habe ich gekriegt. Die Wege stand halt auch mit auf dem Zettel. Das war im Endeffekt dann auch okay. Das könnte ich, glaube ich, jetzt nachholen. Nein, er meinte natürlich, früher hat er sie ja nicht gekriegt, also haben sie ihn jetzt falsch verstanden. Jetzt ist er froh, dass er sagt, wir sind froh, dass wir euch haben, Birgit Overzieher und Ingo Kindervater.